Ich sehe da kein Kleid. Ich sehe da Fetzen zusammengenäht. Ich verstecke mich, weil ich möchte mir das nicht anschauen. Das ist eine Beleidigung für meine Augen. Ich finde, du siehst so blass aus, dass ich schon Angst habe und einen Krankenwagen rufen möchte. Hör bitte auf zu weinen und konzentriere dich jetzt. Ich höre mir das nicht mehr an. Das reicht mir. Ich gehe jetzt raus und ich komme rein, wenn ich Punkte verteile. Du beleidigst meine Intelligenz mit deinen Geschichten. Eine Frechheit! Du nimmst nichts an. Du wirst noch frech. Wenn das Thema kurzfristig geändert wird, hallo, entweder rede ich oder du. Es reicht jetzt. Mann, du fliegst ja, auch raus. Ist auch okay. Du fliegst jetzt auch raus. Du bist die Krise. Und eine Eins. An dieser Stelle möchte ich bitte erlöst werden. Ich habe wirklich keinen Bock mehr. Das, was ihr da gerade schon so ein bisschen gesehen habt, darum geht es heute. Aber es bereitet mir jetzt schon sehr dolle Schmerzen, denn ich habe mir das nicht freiwillig gegeben. Mir wurden diese Clips auf TikTok auf meine For You gespült. Harald Glöckler? Was geht gerade ab? Rede ich oder du, es reicht jetzt! Und zwar handelt es sich bei diesen Ausschnitten um Ausschnitte aus einer neuen deutschen TV-Sendung. Und wenn Boomer sich einen Namen für eine Sendung ausdenken müssten, dann hieße sie wahrscheinlich My Style Rocks. Yeah! Yeah, My Style Rocks! What the... Ganz ehrlich, wer hat sich sowas ausgedacht? Wo dachten sich da Menschen, das ist ein moderner Name? My Style Rocks. Nee. Und wenn man will, dass diese Serie auch niemand sieht, wo spielt man sie dann am besten aus? Ja, auf Sport 1. Genau. Wann guckt ihr mal Sport 1? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat das mal mein Dad geguckt, weil er irgendwie Formel 1 lief. Ich persönlich habe noch nie auf Sport 1 vorbeigeguckt. Da wissen auf jeden Fall Menschen, wie man TV-Sendungen macht. Und das Ganze ist so problematisch, weil Harald Harald Glöckler wirklich Kandidaten beleidigt und die richtig fertig macht, also komplett wirklich ausrastet, das sehen wir später, und auch viele zum Weinen bringt. Und wenn du das nicht verkraftest, darfst du nicht in so eine Competition gehen. Hey! Och man. Hör bitte auf zu weinen und konzentrier dich jetzt. Aber zuerst einmal, worum geht es denn bei My Style Rocks? Das interessiert uns natürlich jetzt alle sehr brennend. 12 wunderschöne Frauen werden jeden Tag ein spezielles Outfit präsentieren, was die anderen 11 Mitstreiterinnen bewerben werden. Und zwar mit einer Punkteskala von 1 bis 5. Und zwar googelt man das Ganze mal. Das Ziel der Show ist es, den individuellen Stil der Kandidatinnen hervorzuheben, ihre Modekompetenz auf die Probe zu stellen und am Ende die stylischste Frau Deutschlands zu küren. Also meiner Meinung nach wissen wir alle schon, wer die stylischste Frau Deutschlands ist. Ich bin bereit, den Tag in diesem Outfit zu rocken. Wie gefällt dir das Outfit? Lass es dir gut gehen und mach dir einen schönen Tag. Und heute grüße ich zusätzlich Veronika und Birgit. In der Jury dieser Show sitzt unter anderem Harald Glöckler und noch 3 andere Menschen, wo ich jetzt mir nicht die Mühe gemacht habe, deren Namen rauszusuchen. Ich gehe nicht ins Detail. Eine Jury, die uns alle von den Stühlen haut. Ich habe die Creme de la Creme gefunden. Harald Glöckler. Hier ist Larissa Marol. Begrüßt mit mir Andreas Wendt. Bitte begrüßt mit mir Sandra Bauknecht. Und die Show macht nicht Schlagzeilen, weil das so eine gute, tolle Show ist und der Inhalt so spannend ist. Nein, sie macht Schlagzeilen, weil Harald Glöckler eben total ausrastet. Wenn man sich keine Mühe gibt in dieser Show, dann hat man nichts zu suchen hier. Ja, das ist richtig, ganz genau. Ja, das wird auch passieren jetzt. Du fliegst auch raus. Du fliegst jetzt auch raus. Es reicht mit dir jetzt. Ja, dann ist alles perfekt. Du hast kein Interesse, du machst keinen Bock. Du kommst hier rein, denkst, du kannst machen, was du willst. Du erzählst Geschichten, du gibst dir keine Mühe. Dann hast du hier nichts zu suchen. Aber ich bin auch irgendwo in der Krise, weil ich nicht... Du bist die Krise. Ja, das ist ja auch okay, wenn sie das so sehen. Kann ich jetzt nicht ändern? Ja, ich höre okay, mir das ist nicht kein mehr Problem. An. Dann können wir gleich zu dem Punkt kommen und das Ich höre mir das nicht Nein, mehr ich an. Möchte das machen, reicht was mir. Sagen. Ich gehe jetzt raus und ich komme rein, wenn ich Punkte verteile. Ja. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Und auch Zeitschriften fragen sich, hat der 59-Jährige ein Aggressionsproblem? Zwischenzeitlich hat sich in mir so eine Wut aufgebaut. Eine Frechheit! Du nimmst nichts an, du wirst noch frech. Wenn das Thema kurzfristig geändert wird, hallo, und hallo, entweder rede ich oder du, es reicht jetzt! Mann! Entschuldigung.
Allgemein soll die Show wohl der Show Shopping Queen ähneln, falls ihr euch erinnert, mit Guido Maria Kretschmer. Ich habe das so gerne früher geguckt, immer mit meiner Oma nachmittags. Ich habe es geliebt. Oh, ich kann nicht mehr. Ne? Irgendwann nehme ich so eine Tasche und hänge mich daran auf. Und dann schreit er, Guido, tu es nicht. Und ich sage, ja, ihr habt es nicht anders gewollt. Aber Guido äußert ganz anders Kritik an den Kandidatinnen als der Glöckler. Denn Guido kritisiert halt zwar ab und zu mit so spitzen Kommentaren, aber die sind nicht unter der Gürtellinie, die sind respektvoll und humorvoll. Oh. Ja, Gott. Oh. Oh, süß, ne? Wie so ein kleiner Rollbraten, ne? Der nicht so in die Folie kommt. Sieht schon mal ein bisschen besser aus, oder? Ich finde, es sieht aus wie ein Ein-Mann-Zelt, was man falsch aufgebaut hat, würde ich sagen. Meanwhile bringt Harald Glöckler wirklich Kandidatinnen zum Weinen. Und deshalb plädieren auf TikTok auch schon einige dafür, die Sendung abzusetzen. Wir müssen es stoppen. Wenn ich der Programmchef wäre, ich würde ihm sagen, du fliegst jetzt auch raus. Es reicht mit dir jetzt. Und meiner Meinung nach zu Recht, denn das Ganze erinnert mich sehr stark an Sprüche von Dieter Bohlen bei DSDS oder beim Supertalent. Der wurde auch in der Vergangenheit zu Recht mehrfach kritisiert für seine Art und für seine Kommentare. Das Einzige, was du mit deinen Stimmbändern machen kannst, ist ihnen Säure schmeißen, dann haben wir ein gelöstes Problem. Das Einzige, was du machen kannst, ist vielleicht so im Karneval als Enttäuschung gehen oder so. Könnte ich in meinem Garten vergraben, vielleicht als Kompost für die Blumen. Das ist meiner Meinung nach nicht mehr zeitgemäß und ich frage mich wirklich, wer schaut so eine Sendung? Wenn ihr diese Sendung auf Sport 1 guckt, schreibt das mal bitte in die Kommentare. Weil zweitens frage ich mich auch, wer arbeitet bitte beim Fernsehen? Weil ich habe ganz oft das Gefühl, dass das Fernsehen versuchen möchte, junge Menschen zu erreichen. Jemanden wie mich, jemanden wie euch. Aber alles falsch macht, was man nur falsch machen kann. Ich habe das Gefühl, die versuchen auf Krampf im Gespräch zu bleiben, aber die checken halt unseren Vibe nicht. Also die checken den Vibe unserer Generation null. How do you do, fellow kids? What? Mein Vorschlag für so eine Show wäre eine Jury, die zum Beispiel aus Papa Platte, Montana Black, Knossi und Saschka besteht. Das wäre mal ein Hingucker. Dann würde ich die auch auf Sport 1 gucken, weil das wäre funny. Und das wäre zeitgemäß. Also bitte, wer auch immer sich diese Show ausgedacht hat, das war keine gute Idee. Bitte mach es das nächste Mal besser. Denn man sollte keine Show unterstützen, in der Frauen wirklich degradiert werden, runtergemacht werden und auch gegenseitig sich angegangen wird untereinander bei den Frauen. Langsam reicht es. Kauf deine eigenen Sachen. Lass deinen eigenen Geist spielen. Ich will dir nicht immer gleich angegriffen fühlen. Ich will dir nicht mehr zuhören. Ich muss da auch mal aber nicht persönlich nehmen. Andere reißen sich den Arsch auf, sind kreativ und du stehst da mit diesem Fummel? Willst du mich verarschen? So, das war's mit dem Video. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und schreibt bitte in die Kommentare, ob ihr von dieser Show gehört habt und ob ihr sie geguckt habt. Wenn ihr sie geguckt habt, was ist falsch mit euch? Also ganz ehrlich. Naja, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.